Schokolade. Woher kommt die eigentlich? Die Schokolade wächst am Baum. Nein, nicht ganz. Aber die Kakaobohnen. Und aus denen wird die Schokolade gemacht. Vor langer Zeit wurde diese Pflanze in Mexiko entdeckt. Zuerst gab es nur Trinkschokolade. Nur adelige Männer, Priester und Krieger kamen in den Genuss des Getränks. Denn die Kakaobohne hatte damals einen sehr hohen Wert. Die Maya und die Azteken nutzten sie als Zahlungsmittel. Es dauerte sehr lange Zeit, bis die Europäer einen Weg nach Amerika fanden. Der Spanier Hernán Cortés brachte erst im 16. Jahrhundert die Kakaobohne nach Europa. Erst war der Kakao wenig beliebt, weil er nicht so süß geschmeckt hat, wie wir es heute kennen. Man hat mit Honig und Rohrzucker experimentiert, bis Schokolade schließlich zu einer beliebten Köstlichkeit wurde. Zumindest beim Adel. Für das gemeine Volk war der Kakao zu teuer. Die Schokolade, wie wir sie kennen, entstand erst viel später, nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Erste Schokoladenfabriken gab es in den Niederlanden und in Deutschland. Später fügte man der Schokolade Milchpulver hinzu. Durch Ausprobieren und neue Erfindungen entstanden immer mehr Variationen und verfeinerte Sorten. Heute ist Schokolade so beliebt, dass der Deutsche durchschnittlich 2 Tafeln pro Woche isst. Guten Appetit!